Ich rede von drei Leveln jetzt. Einmal der Level minus 10. Der Level minus 10 ist der Level, wo man Anerkennung von anderen braucht, um sich gut zu fühlen. Das heißt, man fühlt sich sehr periodisch gut. Denn mal ist die Anerkennung da und mal ist sie nicht da. Mal ist die Anerkennung für einen selbst wertvoll, dann ist dieselbe Anerkennung wieder nicht so wertvoll. Das ist die Welt der Oberfläche. Die ändert sich sehr, sehr stark und sehr, sehr oft. Und wer auf diesem Level lebt, auf diesem Level minus 10, wie ich ihn nenne, der bekommt Probleme, weil er sehr fluktuiert mit seinem Glück. Er ist mal unzufrieden, dann ist er wieder überschwänglich glücklich, dann wieder überschwänglich depressiv und traurig. Und so kann man kein stabiles, glückliches Leben etablieren. So ist man quasi Opfer der äußeren Umstände sozusagen. Dann gibt es den Level 1. Der Level 1 ist das gute Gefühl selbst erzeugen, indem man ja ein höheres Ziel im Leben hat. Für die Männer ist es das höhere Ziel, die Leidenschaft, die Vision. Und diese Vision geht immer Richtung Freiheit, Richtung Loslösung von weltlichen Zwängen. Und für die Frauen ist es das Streben nach Fülle, nach Erfülltheit, nach Liebe sozusagen. Und wenn die Männer das eine und die Frauen das andere nicht etablieren in ihrem Leben, das heißt aber auch wirklich zu sich selbst finden und sich von den äußeren Dingen wirklich abkoppeln, weil die äußeren Dinge einem immer wieder einreden, dass man diese äußere Anerkennung braucht, um sich gut zu fühlen. Sich von diesen Dingen abkoppeln und dann dieses gute Gefühl selbst erzeugen. Nicht mehr abhängig sein. Man freut sich natürlich noch über weltliche Dinge, über Dinge, wenn man Erfolg hat, wenn man Anerkennung bekommt, dann kann man sich schon noch darüber freuen. Aber es ist nicht so ein überschwängliches Freuen, wo man dann total ausrastet, weil man so froh ist und dann zwei Wochen später wieder in tiefer Trauer steckt oder vielleicht sogar zwei Tage später. Und wenn was Schlechtes passiert, dann wird man auch nicht mehr so stark heruntergerissen davon. Da sagt man, that's life, was passiert ist, ist passiert, weiter geht's. Man hat noch ein höheres Ziel, man hat etwas, was nicht mit diesen weltlichen äußeren Umständen zu beeinflussen ist. Was immer da ist, wo man immer hinstreben kann, so eine Stabilität. Man kennt sich selbst sozusagen, seine wahre Leidenschaft, die tief in einem selbst verankert ist, die einem von keinen äußeren Einflüssen dumm geredet werden kann. Und wenn man da auf diesem Level 1 ist, dann hat man schon sehr, sehr, sehr viel erreicht. Und dann nimmt man auch die negativen Dinge, die einem passieren, nicht mehr den anderen nicht mehr übel. Das heißt, dann beschuldigt man auch für die negativen Dinge nicht mehr andere, sondern man erkennt, dass diese negativen Dinge eben zur äußeren Welt dazugehören. Tag und Nacht, Ebbe und Flut, gut und schlecht, Erfolg und Misserfolg. Das sind alles weltliche Dinge. Und wenn man das akzeptiert, dass die Oberfläche eben so ist, aber du tief im Ozean schlummerst mit deinen Visionen, deiner Leidenschaft und oben kann es wild sein oder ganz schön und still, dann hat man so einen inneren Frieden und kann auch ein stabiles Leben führen und auch Dinge anpacken, die man anpacken will. Und wird nicht immer weggerissen wieder und wieder weggerissen von den oberflächlichen Umständen. Und jetzt kommt sozusagen das Masterpiece, das ist Level plus 10, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man dann das für sich selbst etabliert hat, dann diese Sachen mit anderen zu teilen. Das heißt, anderen damit zu helfen. Und zwar nicht aufdringlich zu helfen, sondern einfach Dinge vorzuleben. Ein gutes Beispiel sein vielleicht. Und ich rede auch von diesen energetischen Dingen. Einfach eine positive Energie haben. Dinge andere nicht mehr übel nehmen. Wo Menschen bei anderen Leuten denken, die noch total in diesem Level minus 10 gefangen sind zum Beispiel, die kriegen dauernd auf die Nase, du bist schuld an meiner Misere und so weiter, hören sich das jahrelang an und plötzlich kommen Menschen, die überhaupt keine Schuld mehr geben für irgendetwas. Die sind völlig okay damit, dass es so passiert ist und die lassen dir die Freiheit, dass es eben so sein kann. Und dann leben sie quasi ein gutes Beispiel dir vor. Und irgendwann denkt man, was ist da was dran? Was ist da los mit solchen Leuten? Die bringen Positivität ins Leben. Und dann nehmen sich andere daran ein Beispiel. Und dieses Geben ist noch etwas, was einen nochmal friedvoller macht, was einen nochmal ein bisschen glücklicher macht, was noch den Tiefen sozusagen, den Frieden vertieft. Also,
Level minus 10, die Anerkennung von außen suchen. Level plus 1, die Anerkennung nicht mehr suchen, sondern dieses gute Gefühl selbst erzeugen, weil man eben eine Vision hat, die in die Freiheit führt als Mann, oder eine Vision hat, die in die Fülle führt als Frau. Und dann diese Dinge einfach als gutes Beispiel geben. Nicht aktiv geben, indem man sagt, du musst jetzt das machen, du machst das alles falsch, mach so und so. Nein, das ist wieder sozusagen den anderen auf seine schlechte Situation hinweisen, ihn sozusagen auch wieder beurteilen in einer gewissen Art und Weise. Da ist dann sozusagen das Ego oder der Level minus 10 wieder durch die Hintertür reingekrochen sozusagen. Sondern nein, zu sagen, ich lebe mein Leben so, wie ich es lebe. Wenn es andere inspiriert, schön, wenn nicht, nicht. Aber ich gebe dieser Inspiration eine Chance. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.